Ende der 60er Jahre hat Jean Tinguely in einem Wald bei Paris mit dem Bau eines einäugigen Riesen begonnen. 20 Jahre hat er zusammen mit weiteren Künstlern an der Figur gearbeitet, die perfekt in die Natur eingepasst ist. In den vielen Scherben spiegeln sich die Bewegungen der Wolken, der Bäume und der Besucher. Inspiriert von Tinguelys Riesenwerk, bei dem immer irgendwas in Bewegung ist, steht der Zyklop auch im Zentrum eines poetisch verrückten Bühnenspektakels. Künstler und Akrobaten erwecken den Kopf des Zyklopen zu neuem Leben. Sie haben das erfolgreiche Open-Air-Stück vom Sommer 2012 am Bielersee in die Sulzerhalle nach Winterthur verlegt. Die Neuinszenierung feiert morgen Premiere und kommt ohne Worte dafür mit viel Musik und halsbrecherischer Akrobatik daher. Ariane Meyer war bei der Generalprobe dabei. Das Auge wacht und schaut über das Geschehen. Der mächtige Zyklop beginnt zu leben. 17 Meter hoch ist er. Ein Stück ohne Worte, dafür mit umso mehr Raum zum Träumen. Vom Rattern und Knattern von Tinguelys Maschinen inspiriert. Also, mich begleitet die Kunst von Jean Tinguely eigentlich auch in ihrer Jugendzeit. Und sie hat mich immer fasziniert, vor allem weil sie so vielschichtig ist. Sie tut eben auf allen emotionalen Ebenen ansprechen. Und es ist auch so, ich habe kürzlich gesehen, das erste Kunstbuch, das ich bekommen habe, ich weiß nicht mehr von wem, ist auch über Tinguely und seine Kunst gewesen. Und das sind einfach Bilder, die bleiben. Spektakuläre Kunststücke verwoben mit feiner Artistik und Live-Musik. Wir haben uns imprägniert mit dem Geist von Jean Tinguely, also so in den kleinen Figuren, die hier spielen, bis hin zu der Geräuschhaftigkeit von Teilen der Musik, ist eigentlich der Tinguely omnipräsent. Der Jean Tinguely hat eigentlich immer auch Musikinstrumente in seine Skulpturen eingebaut. Wir haben einen anderen Weg gemacht. Wir haben Maschinen bauen, die Geräusche machen, die rhythmische Geräusche machen. Und die integrieren wir uns in Musik integrieren. Die Musik aus dem Ohr, die ins Ohr geht. Fünf Musiker und 12 Artisten, die sich erst vor einigen Wochen zum ersten Mal trafen, bespielen den Zyklopen bis in die Spitze. Ich finde es einfach spannend, mal so ein richtig großes Projekt zu machen, wo es einfach wirklich nicht groß Schnickschnack, keine grossen farbigen Lichtchen, nicht viel digitale Schnickschnack. Es ist halt wirklich rostiges Zeug, wie man es kennt vom Tinguely. Poetisches Schauspiel. Auf einem Kopf, der kreiert ist aus einer Maschine. Denn für das Bühnenbild haben die Macher 10 Tonnen Stahl aus ausrangierten Webmaschinen der Textilfabrik Boller-Winkler verbaut. Dann ist das rausgekommen, dass das sogar versprochen war am Jean Tinguely, dass wenn der Webstuhl, ein gigantischer automatisierter Webstuhl, wenn der nicht mehr gebraucht wird, würde Jean Tinguely das Metall überkommen. Also, ihr fühlt eigentlich jetzt gerade einen Traum vom Tinguely mit dem? Es ist ein Versprechen, das ihm abgegeben wurde. Also wirklich purer Zufall. Aber das passt ein bisschen zu den Zahnrädchen, die hier in diesem Projekt zusammenkommen. Ein Zusammenspiel von Schalk und Selbstironie. Das immer wieder verblüfft und zuweilen auch erschreckt.